Christian Felber, Magister aus Österreich, halten wird. Ich hatte zuerst vor, einen Politiker einzuladen, habe mir dann aber überlegt, dass die Politiker leicht in eine Pose verfallen, wenn sie hier oben sprechen, und habe dann jemanden gewählt, den ich auf vielen Vorträgen in Saarbrücken inzwischen gehört habe, der brillante Analysen zu Gesellschaft und Politik gemacht hat, auch in seinen Büchern, und bitte nun Christian Felber auf die Bühne zu seinem Vortrag. Zum Thema Werte der Wirtschaft und Werte der Menschen. Ja, vielen Dank für die liebe Einladung. Ich hoffe, ich kann jetzt am Abschluss der vielleicht schon etwas erschöpften Aufmerksamkeitsfähigkeit ein bisschen Auflockerung beisteuern, indem ich als nicht professioneller Psychologe und nicht professioneller Psychotherapeut, ich habe zwar Psychologie studiert und bin daher sehr vertraut der Thematik, aber doch ein wenig mit einer Außensicht, aber mit einer, glaube ich, und hoffe ich, dass ich das darstellen kann, sehr, sehr bedeutsamen und sehr relevantsamen und sehr heilenden, ich werde es dann definieren, Außensicht hier noch einen auflockernden Input leisten. Ja, ich glaube, ich bin eingeladen worden, Lies-Lorenz Wallnacher hat schon gesagt, um vielleicht auch ein bisschen bei einer Reflexion des Berufsstandes mitzuhelfen, in der Weise, dass derzeit die Wirtschaft und die Art und Weise, wie sich die Wirtschaft entwickelt, Schäden hervorruft, die von den Therapieberufen behoben werden. Und ich glaube, die Profession sollte sich zumindest die Frage stellen, ob sie diese Reparaturleistung unkritisch erbringen soll, was immer ein menschlicher Gewinn ist, oder ob sie nicht auch genauer auf das System blicken soll, das diese Schäden überhaupt hervorruft. Und es war vorhin eine Frage von einer Frau, ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Sie hat wörtlich gefragt, was kann man tun, nicht nur therapeutisch, sondern gesamtgesellschaftlich. Und ich hoffe, das war nicht nur ein Einzelinteresse, sondern dass dieses Interesse auch verbreitet im Saal ist. Und darauf kann ich zumindest einen Teil einer Antwort geben in meinem Beitrag. Ja, ich möchte referieren über die Quintessenz eines Buches, was zufällig heute erscheint, nämlich Neue Werte für die Wirtschaft, im Untertitel eine Alternative zu Kommunismus und Kapitalismus, und versuche in der gegebenen Kürze die Quintessenz erstmals auch herauszuarbeiten. Und kann eigentlich gleich nahtlos fortsetzen bei der Spaltung, von der Anno Gruen gerade gesprochen hat. Nicht dieselbe, aber eine andere, damit zusammenhängende Spaltung, nicht zwischen Verstand und Gefühl, sondern zwischen Werten. Zwischen Werten, die derzeit unsere vorherrschenden gesellschaftlichen Werte sind, die allerdings in verschiedenen Sphären der Lebensbereiche einander schmerzlich und frontal widersprechen. Ich beginne deshalb die These der ethischen Schizophrenie. Ethische Schizophrenie bedeutet, dass heute in der Wirtschaft ganz andere Werte gelten als in unseren privaten zwischenmenschlichen Beziehungen, zumindest vom idealen Anspruch her. In unseren Freundschaftsbeziehungen geht es uns gut, wenn wir einander vertrauen können, wenn wir einander empathisch zuhören, wenn wir einander helfen, füreinander da sind und uns und Rücksicht aufeinander nehmen. Auf dem Markt setzt sich dagegen nicht der großzügigere und der zuvorkommendere durch, sondern der Vordränglere, der skrupellosere und egoistischere Ellbogenkämpfer, wir haben es gerade gehört, der nur oder primär auf sich selbst oder auf das eigene Unternehmen und dessen Gewinn achtet. Einem Freund helfe ich gerne, einem Konkurrenten aus Prinzip nicht. Einem Freund lasse ich gerne den Vortritt, in der Konkurrenz werde ich bestraft, wenn ich das tue. Und das ist schizophren. Dieser Wertewiderspruch spaltet uns als Gesellschaft. Die Rede von den europäischen Werten ist peinlich, wenn diese am Vormittag ganz anders aussehen als am Abend. Wir können uns schlecht untertags einander konkurrenzieren und als Gegner betrachten und am Abend dann auf Mitmenschlichkeit, Fürsorglichkeit, Elterlichkeit oder Ganzheitlichkeit umschalten. Wenn zwei einander widersprechende Wertsphären unser Leben bestimmen, dann färbt eine Sphäre zwangsläufig auf die andere ab. Heute sind die Werte der Wirtschaft dominant geworden
und sie prägen den gesamten gesellschaftlichen Charakter. Der kapitalistische Charakter formt den Gesellschaftscharakter nach Erich Fromm und untergräbt dabei unsere anderen sozialen, liberalen, humanen Grundwerte inklusive der Demokratie. Die Systemwirkung, dass sich der Egoistischere durchsetzt, ist ein fataler Fehlanreiz. Die Institutionen und Gesetze der Wirtschaftspolitik fördern heute, belohnen unreife, unsoziale Werte und Verhaltensformen. Auf dem freien Markt gilt es als effizient und rational, wenn ich meinen eigenen Vorteil gegen den anderen durchsetze. Wenn ich die Würde des anderen Menschen verletze auf dem freien Markt, gilt das als vernünftig. Das ist unmenschlich. Wer nimmt, wird belohnt. Geiz wird belohnt. Wer gibt, wird bestraft. Wir sollten umgekehrt das Geben belohnen, die Großzügigkeit, das Teilen und die Solidarität. Und das Nehmen verteuern, den Geiz ächten mit Gesetzen. Jedes Gesetz belohnt bestimmte Werte und Verhaltensformen und behindert oder bestraft andere. Jedem Gesetz liegen Werte zugrunde. Wir sollten diejenigen Werte, mit denen wir uns als Menschen wohlfühlen, den Gesetzen zugrunde legen. Allen Gesetzen, auch in der Wirtschaft. Intelligente Gesellschaften belohnen das Geben und nicht das Nehmen. Nokia hat genommen 60 Millionen Euro Steuergeld von der Allgemeinheit für den Standort Bochum und sperrt ihn zu, trotz Rekordgewinnsprung um 67% im letzten Jahr auf 7 Milliarden Euro Reingewinn. Das ist ein spektakuläres Beispiel, aber nicht das normale Systembeispiel des wirtschaftlichen Alltags auf dem Markt. Das Alltagsbeispiel wäre zum Beispiel Walmart. Walmart ist das größte Unternehmen der Welt. Und es ist dadurch zum größten Unternehmen der Welt geworden, dass es seinen eigenen Vorteil systematisch nicht nur gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat, sondern auch gegen die eigenen Beschäftigten zum Beispiel, indem es niedrigere Löhne zahlt als die Konkurrenz, weniger soziale Sicherungsleistungen bietet als die Konkurrenz und grundsätzlich Frauen diskriminiert. Jürgen Schremp erhält Aktien im Wert von 50 Millionen Euro, obwohl er sogar dem eigenen Unternehmen geschadet hat. In Österreich sind Aktienoptionen, das sind die höchsten Gehaltsbestandteile von Spitzenmanagern, steuerbegünstigt, wer nimmt, dem wird gegeben, und sozialversicherungsfrei. Das Nehmen wird in der Wirtschaftspolitik seit 250 Jahren belohnt. Die Ethik des Nehmens wurde vor 250 Jahren geboren von Adam Smith, der erste Nationalökonom, der auch gleichzeitig Theologe war. Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, des Brauers und des Bäckers erwarten wir unsere tägliche Mahlzeit, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen verfolgen. Ist ein Schlüsselsatz in der Marktethik von Adam Smith. Die Wirtschaftsakteure sollen nicht einen Dienst am Gemeinwohl leisten, sondern sie sollen sich selbst nützen, weil das wirkt dann auf wundersame Weise durch die unsichtbare Hand zum Wohle aller. Dieses Paradox, dass das egoistische Eigennutzstreben in der Systemdynamik zu seinem Gegenteil führt, nämlich zum Wohl aller, hat einen spezifischen historischen Hintergrund, der diesen Appell von Adam Smith aus seiner Perspektive verständlich macht. Als sich Adam Smith vor 250 Jahren für die unternehmerische Freiheit stark machte, tat er das nicht, weil die wirtschaftliche Freiheit für ihn die höchste Freiheit war. Sie war für ihn vielmehr nur ein Vehikel für die politische Freiheit. Er versprach sich, wenn sich Menschen wirtschaftlich engagieren und eigeninitiativ werden und Unternehmen gründen, dann werden sie das auch politisch. Wir befinden uns im ausklingenden Feudalismus. Er war ein Wegbereiter der Aufklärung und der Demokratie und die wirtschaftliche Freiheit war für ihn dazu ein Mittel. Die politische Freiheit galt ihm mehr. Heute ist die Situation aber eine ganz andere als bei Adam Smith. In vielen Ländern sind Demokratien eingerichtet und die wesentlichen Bürger- und Bürgerinnenrechte zumindest ausgerufen, wenn auch nicht umgesetzt. Auf jeden Fall brauchen wir aber wirtschaftliche Freiheit heute nicht mehr als Vehikel für die politische Freiheit. Im Gegenteil,
die extreme Konzentration und Größe und Macht von Unternehmen ist heute zur größten Gefahr für die Demokratie und für die politischen Grundfreiheiten geworden. Der Umsatz der 500 größten Konzerne der Welt im Verhältnis zur Weltwirtschaftsleistung hat sich von einem Viertel vor 10 Jahren auf heute schon ein Drittel gesteigert. In nur 10 Jahren diese extreme Steigerung. Diese Personen, es handelt sich um juristische Personen bei Unternehmen, haben nur noch ein Ziel, den maximalen Gewinn. Dazu werden sie von einer neuen Schicht von Eigentümern zusätzlich genötigt, den Finanzinvestoren. Finanzinvestoren übernehmen immer mehr Industriekonzerne und fordern Rendite. Keine langweilige, sondern eine spektakuläre. Für Blackstone, einer der berühmtesten Hedgefonds, beginnt Erfolg ab einer Rendite von 30% pro Jahr in einer Wirtschaft, die nur durchschnittlich um 2% wächst. Die Finanzinvestoren befinden sich ihrerseits in Konkurrenz zueinander. Das heißt, wenn einer eine neue Maßgabe vorlegt, müssen alle dieser Maßgabe folgen. Es müssen alle 30% anstreben. Die Anreizkombination aus Gewinnstreben und Konkurrenz ist auf globaler Ebene die größte Gefahr der Demokratie und eines humanen Zusammenlebens geworden. Dass das Gewinnstreben der wirtschaftlichen Einzelakteure angeblich zum Gemeinwohl führe, wie es Adam Smith noch gewünscht hat, ist heute zur Lebenslüge des Kapitalismus geworden. Das Gewinnstreben globaler Konzerne und Finanzinvestoren führt heute dazu, dass die Menschenwürde in den Wirtschaftsbeziehungen systematisch verletzt wird, weil der Schwächere auf dem Markt nicht human behandelt wird, sondern sehr oft erniedrigt wird und die verschiedensten Formen von Gewalt erfährt. Sie führt zu ungerechter Verteilung, sie führt zu ökologischer Zerstörung, das Gewinnstreben führt zur Vernichtung und Einebnung kultureller Vielfalt, das Gewinnstreben führt zur Durchsetzung von Produkten, die keiner braucht, während gleichzeitig Grundbedürfnisse ungestillt bleiben, weil sie über keine Kaufkraft verfügen. Das Gewinnstreben führt zur systematischen Behinderung oder sogar Ausschaltung des Wettbewerbs, der aus liberaler ökonomischer Perspektive die Voraussetzung wäre, dass sich der geschaffene Wohlstand gerecht verteilen kann. Das Gewinnstreben der großen Konzerne führt schließlich zur Untergrabung und zur Ausschaltung der Demokratie. Für eine juristische Person ist die Entscheidung, ob sie ein Gesetz einhält, keine moralische, sondern eine rein ökonomische. Juristische Personen tun alles, um Gesetze, die gegen ihr Interesse verstoßen, gegen ihr Eigeninteresse, zu verhindern. Sie setzen alle ihre enormen Ressourcen ein, um Gesetze durchzubringen, die ihrem Eigeninteresse dienen und der Allgemeinheit schaden. Die Globalisierung als Rechtsform, als Instrumentarium von völkerrechtlichen Verträgen und Institutionen ist keine demokratische Errungenschaft, sondern ein Lobbying-Erfolg kapitaler Minderheitsinteressen. Juristische Personen haben kein Gewissen, sie zeigen keinerlei demokratische Verantwortung, weil wir, die Gesellschaft, sie mit dem Ziel des Gewinnstrebens programmiert haben. Die Demokratie ist für diese gewinnstrebenden, gewissenlosen juristischen Personen ein Mittel wie jedes andere für ihren Zweck. Wenn man diese Aufzählung öffentlich diskutiert, wie ich es jetzt tue, was das Gewinnstreben so alles anrichtet an Kollateralschäden, dann heißt es oft und heute immer verbreiteter, wir müssen das Gewinnstreben mäßigen. Wir müssen das Gewinnstreben zügeln. Ich glaube nicht an das mäßige Gewinnstreben. Warum nicht? Weil der Wettbewerb denjenigen, der maximales Gewinnstreben praktiziert, gegenüber demjenigen, der mäßiges Gewinnstreben praktiziert, bevorzugt. Es gewinnt der mit dem höheren Gewinn, egal ob er auf rücksichtsvollere oder auf skrupellosere Weise zu diesem höheren Gewinn gelangt ist. Der mäßige Gewinnstreber könnte nur dann gewinnen,
wenn ihm der Gesetzgeber gegenüber dem Profitmaximierer bevorzugen würde. Und das tut er nicht. Im Gegenteil, der Gesetzgeber bevorzugt den Profitmaximierer, indem er ihn in freie Konkurrenz zu den mäßigen Gewinnstreber setzt. Dabei setzt sich zwangsläufig der Profitmaximierer durch. Wie sehr das mäßige Gewinnstreben, der Ruf nach dem gezügelten Gewinnstreben, ein Widerspruch in sich ist und grundlegend schizophren, das zeigt sich am deutlichsten im Eintritt von Nationalstaaten in die Globalisierung. Auf der einen Seite tun wir alles dafür, dass unsere Konzerne, die deutschen, die österreichischen, unsere nationalen Champions, wie wir sie benennen in der öffentlichen Diskussion, dass die wettbewerbsfähig sind auf dem Weltmarkt. Und auf der anderen Seite aber mahnen wir sie ein, sie dürfen das Gewinnstreben nicht übertreiben. Sie sollen ihr Gewinnstreben mäßigen. Das ist ein abgründiger Widerspruch. Warum? Wer gewinnt den globalen Wettbewerb? Der Netteste, der Mäßigste, der sozial Verantwortlichste, der ökologisch Nachhaltigste, der Innovativste, der Intelligenteste, sind alles keine wesentlichen Kriterien. Es gewinnt das Unternehmen mit dem höchsten Profit, egal wie dieser Profit zustande kommt. Der Netteste, er kann gewinnen, er muss aber nicht. Der Innovativste, er kann gewinnen, er muss aber nicht. Das ökologisch nachhaltigste Unternehmen kann, ich würde sagen im Ausnahmefall, gewinnen, es muss aber nicht. Es gewinnt das Unternehmen mit dem höchsten Gewinn. Wenn wir für die Wettbewerbsfähigkeit unserer nationalen Champions auf dem Weltmarkt eintreten, dann treten wir automatisch für Profitmaximierung ein und nicht für Gewinnmäßigung. Das ist auch genau der Grund, warum CSR nicht funktioniert. CSR ist soziale Verantwortung von Unternehmen, was jetzt auch ganz modern wird in der Diskussion. CSR funktioniert deshalb nicht, weil CSR-Unternehmen in der Regel netter sind als Profitmaximierer. Der gleiche Grund. Im Wettbewerb gewinnt das skrupellose Profitmaximierer und nicht das CSR-Unternehmen. Weil es im kapitalistischen Wettbewerb um den maximalen Gewinn geht und nicht um das Gemeinwohl. Das ist der entscheidende Grund. Das Ziel des Wettbewerbs ist der höchste Gewinn und nicht der höchste Dienst am Gemeinwohl. Im Ausnahmefall kann das CSR-Unternehmen den kapitalistischen Wettbewerb gewinnen, wenn es zusätzlich ganz außerordentlich geschäftstüchtig, innovativ und überdurchschnittlich ist. In der Regel aber setzt sich der Rücksichtslosere durch, der Billigere und der Nette ist der Dumme. Der mäßige Gewinnstreber könnte daher nur dann gewinnen, wenn wir uns erstens auf der ethischen Ebene darauf einigen, dass mäßiges Gewinnstreben besser ist als maximales Gewinnstreben. Dass wir zweitens eine Definition für mäßiges Gewinnstreben finden. Ich habe bisher keine einzige kennengelernt und ich sehe sie auch nicht. Oder aber, wenn wir schon an der Zielsetzung von Unternehmen herumdoktern, warum, frage ich, geben wir dann den Unternehmen, die nichts anderes als Geschöpfe der Gesellschaft sind, gleich dasjenige Ziel vor, das wir eigentlich erreichen wollen? Wenn es das unumstrittene Ziel der Gesamtveranstaltung, das Gemeinwohl ist, darin sind sich Kommunismus und Kapitalismus einig, warum statten wir dann nicht die Einzelakteure, die juristischen Personen, mit eben diesem gleichen Ziel aus, frage ich. Das direkte Streben nach dem Gemeinwohl, anstatt es uns als Nebeneffekt, als Abfallprodukt ihres egoistischen Gewinnstrebens zu erhoffen. Die Zulassung von ausschließlich nicht gewinnorientierten Unternehmensformen, das ist mein Vorschlag, von Privaten, auf dem freien Markt, würde zu einer ganz neuen Form des Wettbewerbs führen. In diesem neuen Wettbewerb erwarten wir uns den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand, das Gemeinwohl, nicht länger vom eigennützigen Verhalten der Unternehmen, sondern von ihrem Streben nach einem Dienst am Gemeinwohl. Wenn es unser Ziel ist, dass sich die sozialeren, ökologischeren, umsichtigeren, rücksichtsvolleren und kooperativeren Unternehmen durchsetzen, dann müssen wir sie konsequenterweise dafür belohnen, mit Gesetzen und nicht nur mit moralischen und ethischen Streicheleinheiten.
Das Ringen um den größten Beitrag zum Gemeinwohl muss das Ziel des Wettbewerbs werden. Dann setzen sich die richtigen Unternehmen durch. Die ökologisch nachhaltigsten, die human innovativsten und kooperativsten und ökologisch umsichtigsten werden dann gefördert. Wer dem Gemeinwohl am besten dient, wer die humansten Arbeitsbedingungen hat, die ökologischsten Produktionsverfahren, wer sich am empathischsten in das kommunale Umfeld einbettet, in dem das Unternehmen agiert, dieses Unternehmen gewinnt den Wettbewerb. Und dadurch verändert der Wettbewerb sein Wesen. Es wird dann keine Kontrakurrenz mehr geben wie heute. Wir haben heute keine Konkurrenz, sondern eine Kontrakurrenz, ein Gegeneinander anrennen, ein Gegeneinander ausschalten. Konkurrenz kann im Lateinischen bedeuten, dass man miteinander läuft, gemeinsam läuft, kooperativ miteinander läuft, auf ein gemeinsames Ziel hin. Das Ziel kann in der Mitte liegen. Alle können diesem Ziel zustreben, zum Beispiel das Ziel des Wohls aller, des Gemeinwohls. Wenn die Kooperation belohnt wird, führt der Wettbewerb zu friedlicher Koexistenz anstatt zur Vernichtungskonkurrenz. Wenn die Vernichtungskonkurrenz erlischt, sind gleichzeitig alle Unternehmen vom Wachstumszwang erlöst. Kapital wäre in diesen Unternehmen nur noch ein Mittel, aber nicht mehr der Zweck. Die Wirtschaftspolitik müsste dieses neue Verhalten mit einem umfangreichen Instrumentarium an Anreizmechanismen auf der Steuerebene, auf der Forschungsebene, auf der Auftragsvergabeebene, in allen Sparten der Wirtschaftspolitik fördern. Das wäre die wichtige Begleitmaßnahme zu dieser ethischen Umpolung. Sozialdarwinisten fragen sich, welche Motivation eine Unternehmerin oder ein Unternehmer in dieser Welt haben sollte, ein Unternehmen zu gründen. Dazu der Vergleich. Heute ist ein privates Unternehmen ein Mittel, um das Ziel des materiellen Gewinnstrebens zu verfolgen. Das ist ein unsoziales und unreifes Ziel. Es gefährdet die Demokratie und es macht uns unfrei. Morgen wäre das Ziel, morgen wäre ein privates Unternehmen ein Mittel, um einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten, um eine gesellschaftlich wertvolle und individuell sinnstiftende Arbeit zu verrichten und dabei auch ein materielles Einkommen zu erzielen. Als Nebeneffekt, aber nicht als Zweck. Das Spektrum der individuellen Handlungsmöglichkeiten und der Zielintegration würde sogar breiter. Nur unreife Menschen oder sozial wenig kompetente Menschen verfolgen das Ziel des ausschließlichen Gewinnstrebens. Dass wir sie heute dafür belohnen, ist der fatale Anreizmechanismus, von dem ich spreche. Die bestbezahlten Manager in den USA erzielen heute ein Jahreseinkommen von 2 Milliarden US-Dollar. Dafür, dass sie nichts anderes tun, als das Geld derer, die schon das meiste Geld haben, schneller zu vermehren als das Geld aller anderen. Wenn sich das Geld der Reichen schneller vermehrt als das Geld aller anderen, verarmen andere zwangsläufig dabei. Die Armut nimmt weltweit zu, in Afrika genauso wie in New York. In New York haben im Jahr 2005 haben die armen Suppenküchen haben einen Zuwachs erfahren um 20%. Um ein Fünftel mehr Menschen gingen zur Gratis-Essensausspeisung 2005 in New York als 2004. Und 2006 noch einmal ein Zuwachs um 13%. In nur 2 Jahren um ein Drittel mehr Menschen gehen zur Gratis-Essensausspeisung. Im Jahr 2006 haben die 64 reichsten Personen in New York ihr Einkommen um 150 Milliarden US-Dollar erhöht. Das war das zusätzliche Einkommen. 150 Milliarden Dollar mehr. Und die 1,7 Millionen Menschen, die in New York unterhalb der Armutsgrenze leben, hatten ein gesamtes Einkommen von 3,5 Milliarden Dollar erzielt. Wenn die 64 Reichsten statt um 150 Milliarden mehr nur 140 Milliarden mehr erzielt hätten und 10 Milliarden den 1,7 Millionen, die unter der Armutsgrenze leben, gegeben hätten, hätten die jeder Einzelne ihr Einkommen vervierfachen können.
Auch in Deutschland nimmt die Armut zu, spätestens seit 2005. Allein in Bayern weiß ich, dass in 150 Kommunen und Städten Armensuppenküchen eingerichtet wurden seit dem Jahr 2005. Der bestbezahlte deutsche Manager kassiert mittlerweile 60 Millionen Euro im Jahr. Er verkauft extrem umweltschädliche Autos und er erklärt der Gesellschaft via Bild-Zeitung den Wirtschaftskrieg, wenn die Gesellschaft ihn dazu bringen will, dass er etwas weniger umweltschädliche Autos herstellt. Es gibt Untersuchungen, nicht schon Erich Fromm hat sie veröffentlicht, dass narzisstische, suchthafte und sozial wenig empathische Persönlichkeiten in der Wirtschaftshierarchie positiv selektiert werden. Sie gelangen heute an die Führungspositionen. Das ist ein fataler Fehlanreizmechanismus. In der neuen Wirtschaft werden ganz andere Führungscharaktere gefragt sein. Menschen, die auch die Bedürfnisse anderer sehen, die mitfühlen können und einen Beitrag, die solche Projekte und Unternehmen starten, deren gesellschaftlicher Nutzen das Ziel dieser Projekte ist. Dazu müssen wir abschließend auch Erfolg und Leistung neu definieren. Heute ist erfolgreich, wer aus Kapital mehr Kapital macht, egal wie und egal auf wessen Kosten. Ein Leistungsträger ist heute ein Mann erstens, zweitens einer, der Kapital möglichst rasch vermehrt, egal wie und egal auf wessen Kosten. Kapitalvermehrung kann zur gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt beitragen, kann genauso gut zu menschlichem Leid, zu ökologischer Zerstörung und zu sozialer Desintegration beitragen. Sie darf nicht deshalb generell mit Leistung kurzgeschlossen werden und mit Erfolg und steuerlich entlastet werden. Um den Leistungs- und Erfolgsbegriff neu zu definieren, könnten wir fragen, was macht Menschen glücklich? Eine schwierige, eine unbeantwortbare Frage, aber eines ist mittlerweile gesichert. Gelingende Beziehungen tragen wesentlich bei zu unserem menschlichen Glück. Gelingende soziale und gelingende ökologische Beziehungen. Diese Leistungen sollten in der neuen Wirtschaft genauso moralisch und materiell belohnt werden, wie heute die Leistung der Kapitalvermehrung systemdynamisch, moralisch und gesetzlich belohnt wird. Wir sollten die Werte wieder zusammenfügen. Wir sollten die ethische Schizophrenie heilen. Heilen heißt ganz machen, was fragmentiert ist. Wir sollten die Werte, die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gelingen lassen, auch in der Welt der Wirtschaft anwenden. Dafür müssen wir die Gesetze und Institutionen als mächtigste gesellschaftliche Anreizmechanismen umpolen, damit sie diese Werte fördern und nicht wie heute behindern. Dumm ist die Gesellschaft, die diejenigen Werte fördert, die sie zerstören, indem sie die sozialen Kompetenzen der Individuen zerstört oder schwächt. Klug die Gesellschaft, die diejenigen Werte belohnt, die sie stärkt, indem sie die Gesellschaftsfähigkeit der Individuen stärkt. Freiheit im Kapitalismus ist heute die Freiheit zur Konkurrenz und zum Besitz und zur freien Wahl der Produkte im Supermarkt. Diese Freiheit wird heute für immer mehr Menschen zum Joch. Für die, die in der Konkurrenz unterliegen oder angstgetrieben sind und in Stress geraten. Für die, die zu wenig besitzen oder zu viel. Wer zu viel besitzt, wird auch besessen. Und für die Konsumsoldaten, die das ganze freie Wochenende dafür aufwenden müssen, um Produkte und Preise zu vergleichen oder die auf der emotionalen Ebene so hungern mittlerweile, weil das kapitalistische Wirtschaften unsere sozialen und emotionalen Kompetenzen schwächt, dass sie im Materiellen unersättlich werden. Kaufsucht ist ein explodierendes Phänomen. In den USA sind bereits 25 Millionen Menschen diagnostiziert kaufsüchtig. Die kapitalistische Freiheit entlarvt sich heute immer stärker als kollektive Konkurrenz- und Konsumneurose. Freiheit im demokratischen Sinne, im Sinne des Menschen als Sozialwesen, heißt, dass wir diejenigen Werte frei wählen können, nach denen wir
die Regeln für die Wirtschaft und das Zusammenleben gestalten wollen. Und diese Freiheit sollten wir uns nehmen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Christian, für diese Vision, wie eine Wirtschaft gelingen könnte zum Wohle aller Menschen, die daran beteiligt sind. Es fiel mir gerade ein, als ich hierher fuhr auf dem Frankfurter Bahnhof, habe ich nach Zeitschriften geguckt und dann fiel mir das Manager-Magazin, stach mir richtig ins Auge, da ist eine große Heuschrecke, die um die Häuserzeile guckt und da steht: Gefährdet der Markt unsere Demokratie? Das fand ich erstaunlich, dass es inzwischen also im Manager-Magazin ein Titelthema ist. Gibt zu hoffen. Es gibt zu hoffen, eine ganz schnelle Ad-hoc-Antwort. In den letzten Jahren kommt ein Buch nach dem anderen aus den USA wohlgemerkt, wo plötzlich die These verbreitet wird, genau was du sagst, dass der Kapitalismus in seinem derzeitigen Stadium zur größten Gefahr der Demokratie geworden ist. Und aus den USA kam in den letzten 30 Jahren die These, dass Kapitalismus und Demokratie siamesische Zwillinge seien. Also eine absolute kulturelle Leitthese wird umgedreht. Und das nicht nur von radikalen Schreiberinnen wie Naomi Klein, sondern von sehr, sehr moderaten Autoren wie zum Beispiel Benjamin Barber oder Robert Reich, der war sogar Minister in den USA. Dann bitte ich noch um Wortmeldung. Ja, ich möchte erstmal meiner Freude Ausdruck geben über diesen jungen, erfrischenden und wunderbaren Vortrag. Danke. Danke sehr. Ich überblicke als Ärztin, Fachärztin aus verschiedenen Richtungen 30 Jahre in meinem Versuch, mäßig ethisch orientiert ärztlich zu arbeiten. Und ich bin sehr froh, dass ich von Ihnen gute, hilfreiche Argumente bekommen habe, weil es inzwischen wirklich dramatisch geworden ist, auch als Ärztin praktisch patientenorientiert zu arbeiten. Und dabei auch noch als Therapeutin Geld zu verdienen. Und zwar nicht, um irgendwie viel Geld zu verdienen, sondern um davon mein Leben gut zu gestalten. Also da möchte ich noch mal etwas kurz ergänzen, was ich inzwischen auch mit politischem Bewusstsein herausgefunden habe, die Bedeutung der Bertelsmann Stiftung. Und da wäre auch meine Frage, wir sind mit Kollegen sehr im Gespräch über genau diese Gewinnmaximierung der Bertelsmann Stiftung und deren ganzen filigranen Verwebungen im Gesundheitswesen. Wie sehen Sie diese Situation? Weil ich glaube, dass wir auch von der Beeinflussung her da vom Gesundheits-, von den praktischen Wurzelarbeiten da sehr im Moment von betroffen sind. Ja, ich kann sozusagen jetzt nicht konkret antworten, was der Zusammenhang Bertelsmann Stiftung und Gesundheitsbereich betrifft, aber Bertelsmann Stiftung ist ein sehr schönes Beispiel, wie der Kapitalismus in seinem heute reifen Stadium die Demokratie untergräbt, indem das Kapital einfach alles andere in seinem Umfeld verzweckt, zu einem Mittel für sein eigenes Interesse nach Vermehrung macht. Es wird die Politik gekauft, korrumpiert, es wird die Demokratie als Mittel verzweckt und ein wichtiger Teil davon ist, dass Verbände, Stiftungen, ein vielleicht noch schöneres Beispiel ist die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das ist vielleicht das aktuellste und auch das anschaulichste Beispiel, wie Kapital, das zu groß ist, zu konzentriert und dadurch zu mächtig ist, was wir verhindern sollten, ich sage da gleich mehr dazu, wie es das schafft, die öffentliche Meinung, das Wahlverhalten und die politische Steuerungsrichtung zu beeinflussen. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, man muss sie sich auf der Zunge zergehen lassen, ist scheinbar der Ruf zurück in den rheinischen Kapitalismus.
in die soziale Marktwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, in der das deutsche Wirtschaftswunder passiert ist, wo man nicht den reinen Kapitalismus zugelassen hat, sondern den gezügelten Kapitalismus. Wird immer gesagt, seht her, das hat funktioniert historisch, da wurden alle reicher, dort wollen wir wieder hin zurück. Ja? Nur, wer finanziert das? Das finanzieren nicht progressive Kräfte oder aufgeklärte oder liberale Kräfte, nein, das finanziert der Arbeitgeberverband der Metallindustrie. Und das Geld erhalten PR-Agenturen und politische Netzwerke, die unter diesem Deckmäntelchen der sozialen, der neuen, der neosozialen Marktwirtschaft, müsste man es nennen, nichts anderes betreiben als die Propagierung neoliberaler Thesen. Sie beeinflussen die Politik, sie beeinflussen die öffentliche Meinung, sie kaufen Zeitungsartikel, sie publizieren zum Beispiel ein schönes Buch Globalisierung verstehen. Ja? Kommt wunderbar unschuldig auf den Markt. Wer möchte nicht endlich die Globalisierung verstehen? Und dann wird aber subtil verkauft, dass Globalisierung für alle gut sei, dass der Freihandel für alle gut sei und dass die Konkurrenz in der Natur des Menschen verankert sei. Ja? Und das sozusagen könnte man verhindern, wenn man das Prinzip der Gewaltenteilung auf die Gegenwart überträgt, was einer meiner zentralen Thesen und Vorschläge ist. Das Prinzip der Gewaltenteilung wurde mit dem Beginn der Demokratie eingeführt mit einem ganz einfachen Grundgedanken. In einer Demokratie darf niemand zu mächtig werden. In einer Demokratie muss die Macht aufgeteilt sein. Deshalb trennen wir die Gewalten. Das galt vor 250 Jahren für den politischen Bereich. Wo ist aber heute die Macht konzentriert? Heute ist die Macht in der Wirtschaft konzentriert. Und ökonomische Macht übersetzt sich eins zu eins in politische Macht. Deshalb müssen wir heute, wenn wir das Prinzip der Gewaltentrennung ernst nehmen, es auf den Wirtschaftsbereich anwenden. Wir müssen verhindern, dass Unternehmen zu groß werden. Wir müssen Unternehmen bestimmte Rechte nicht gewähren. Juristische Personen dürfen nicht die gleichen Rechte erhalten, zum Beispiel das Recht auf freie Meinungsäußerung. Wer sagt denn, dass eine juristische Person das Recht auf freie Meinungsäußerung erhalten darf? Und wir müssen verhindern, dass Einzelpersonen im Verhältnis zu anderen Einzelpersonen ökonomisch zu mächtig werden, weil sie dadurch politisch zu mächtig werden. Das wäre sozusagen eine Antwort darauf. Eine weitere Antwort wäre dann, dass öffentliche Masseninformation, die Medien, wieder als öffentliches Gut wahrgenommen wird und dass entsprechend verhindert wird, dass private Interessen eine hohe Konzentration von Medien aneignen können oder dass Medien davon abhängig sind, was sie von den Inserenten an Einnahmen erhalten. Ja, eine weitere Wortmeldung. Jede Zuspitzung der Widersprüche, und Sie haben ja auf diese Extreme hingewiesen, hat natürlich eine entsprechende Gegenkraft zur Folge, also im Sinne, jetzt in Ihrem Sinne einer Utopie. Oder Sie verstehen es wahrscheinlich als konkreten Vorschlag. Ich möchte doch auf einen Autor verweisen, der auch vor 250 Jahren etwa Maßgebliches zu den Hintergründen dieser Entwicklung gesagt hat, Karl Marx, der eben darauf hingewiesen hat, dass es hier nicht sozusagen, dass die Veränderung auf der politischen, wissenschaftlichen, ideologischen Ebene nicht zu verstehen ist ohne entsprechenden ökonomischen Hintergründe. Das heißt, wir können nicht davon abstrahieren, gerade das, was Sie ja diagnostizieren, dass wir eine extreme Konzentration, und zwar in einem unermesslichen Maßstab haben, was auch politische Macht bedeutet. Das heißt zum Beispiel gerade aktuell von der politischen Entwicklung, was wenig registriert wird, ist ja, dass unsere Demokratie, die ja nach außen hin in diesen guten Zeiten noch einigermaßen gut funktioniert, auch von den Institutionen, wirklich durch die Institutionen selber im Grunde aufgegeben worden ist. Das heißt also, wenn ein ehemaliger Innenminister Baum sagt, es geht hier nicht um die Aufmerksamkeit, was hier antidemokratisch passiert, sondern dass die Demokratie in sich schon gefährdet ist und dass, wenn man das Grundgesetz aufschlägt, dass von allen Blättern, die da ursprünglich mal drin waren, fast nichts mehr übrig ist. Das heißt, also in dem Sinne, wir kommen nicht drum herum, diese Frage also sehr politisch zu fokussieren, wer hätte denn heute die Macht, eine solche Veränderung in diesem Sinne, wie Sie es vorschlagen oder vorstellen, zu machen? Oder wer ist der subjektive Träger? Und das sind sicher nicht wir Ärzte oder Therapeuten, die merken, dass es uns auch ans Leder geht, ökonomisch und von anderen Sachen, also subjektiv. Objektiv ist es ja man auf hohem Niveau. Aber in dem Sinne, es steckt trotzdem eine Gefährdung drin. Und da würde mich interessieren, wen Sie als den subjektiven, ökonomischen und politischen Träger Ihrer Idee betrachten. Danke, sehr ganz wichtige Frage. Nämlich, ich betrachte auch die Ärzte
als diese neuen Träger allerdings nicht primär in ihrer Rolle als Ärzte und Ärztinnen, sondern in ihrer Rolle als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Aber ich möchte noch kurz, bevor ich das ausführe, auf auch Marx noch wiederholen. Also er ist ausführlich zitiert sozusagen, wie viele andere auch, unter anderem genau mit dem Zitat, dass die ökonomischen Verhältnisse bestimmen die Rechtsverhältnisse. Das finde ich ist eine der entscheidenden historischen Erkenntnisse, die heute mindestens genauso gültig ist wie vor 150 Jahren. Utopie haben Sie gesagt, oder Vorschlag, sozusagen eine Utopie ist sozusagen ein Platz, der heute noch nicht erreicht ist, aber den wir durch gesellschaftliches Engagement erreichen können. Und der Träger oder die Trägerin, die diesen neuen Platz zunächst einmal benennen kann und dann ansteuern kann und sich dafür engagieren kann, dass die gesamte Gesellschaft oder die demokratische Gesellschaft sich in diese Richtung bewegt, sind derzeit nicht die etablierten Institutionen der Demokratie. Also da teile ich völlig die Meinung mit Ihnen. Ich glaube aber, dass das damit zusammenhängt, dass die Mehrheit von uns die Demokratie missverstanden hat. Weil die Demokratie ist eine Staatsform, in der die Form die Menschen sind und nicht die Institutionen. Das gilt für vieles. Aber wenn die Menschen sich auf die Institutionen verlassen, dann schafft sich die Demokratie automatisch von selber ab. Weil dann die Gruppen mit den stärksten Interessen und den mächtigsten Ressourcen automatisch die Demokratie und den Staat vereinnahmen. Wenn wir unser demokratisches Engagement darauf beschränken, dass wir alle 4 Jahre einmal wählen gehen, dann tragen wir damit bei, dass sich die Demokratie von selber abschafft. Perikles hat schon gesagt, dass ein Staatsbürger, damals waren es noch alles Männer, der sich nicht für die öffentlichen Angelegenheiten interessiert, ist kein stiller Staatsbürger, sondern ein schlechter Staatsbürger. Goethe hat gesagt, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Und deshalb habe ich für meine Person, aber mit sehr vielen anderen, den Schluss daraus gezogen, wir müssen uns als engagieren, in eigener Verantwortung, in der Neubesetzung des Begriffes Eigenverantwortung. Weil was heute von uns unter dem Schlagwort der Eigenverantwortung gefordert ist, dass wir uns an den nicht zu hinterfragenden und nicht zu verändernden globalen Wettbewerb anpassen und flexibler, beugsamer, produktiver und das alles werden, geldgieriger werden. Das wird unter dem Schlagwort der Eigenverantwortung von uns verlangt und es ist den wenigsten bewusst, dass das ja eigentlich ein Unterwerfungsbefehl ist. Wir sollen eben nicht mitgestalten die Rahmenbedingungen, innerhalb derer wir leben wollen und uns bewähren wollen. Die sollen wir nicht in Frage stellen, die sollen wir als Naturgesetz annehmen und dann uns darin bewähren. Das ist Befehlsgehorsam, aber das ist nicht Eigenverantwortung. Eigenverantwortung im liberalen Sinne, im demokratischen Sinne ist, dass wir uns einmischen in die Gestaltung der Rahmenbedingungen. Dass wir sagen, wir wollen nicht gegeneinander konkurrenzieren, die ganze Menschheit, alle Länder. Wir wollen kooperieren, wir wollen friedlich zusammenleben. Wir wollen solidarisch und ökologisch wirtschaften und nicht auf Gewinn streben und Eigennutz hinaus. Und die Konsequenz, die ich gezogen habe, ich habe in Österreich eine Organisation mit aufgebaut, die heißt ATTAC, ist gleichzeitig in 50 Ländern auf der ganzen Welt entstanden, seit 50 Jahren. Es gibt sie auch in Deutschland mit mittlerweile 25.000 Mitgliedern. Also ich kann Sie ermutigen, sich zumindest zu informieren, wer ist dieser neue Akteur, und gleichzeitig ist ATTAC nicht der Akteur oder die Akteurin, sondern es gibt eine weltweit stärker werdende Gesellschaft von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Wir nennen uns die globalisierungskritische Bewegung, besteht aus Tausenden von Organisationen, die in den Ländern des Südens oft viel größer sind als in den Ländern des Nordens. Seit 7 Jahren gibt es das Weltsozialforum als Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Beim Weltsozialforum treffen sich meistens in Brasilien, einmal bisher in Afrika und Indien, bis zu 150.000 Menschen aus all diesen neuen Bewegungen. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit, wie dieser neue Träger, diese neue Trägerin aussehen könnte. Es ist kein einheitliches Subjekt, historisches. Es ist ein vielfältiges, buntes, historisches Subjekt. Und meine Idealversion ist, weil ich heute vor Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, Ärzten und Ärztinnen spreche, ein andermal vor Lehrer und Lehrerinnen, die von der Ökonomisierung des Bildungswesens betroffen sind, dann wieder vor Förstern und Försterinnen, die von der Privatisierung des Waldes betroffen sind, dass alle Berufsgruppen, alle Professionen sich ihrer zweiten Rolle als Staatsbürger und Staatsbürgerinnen bewusst werden und sich in irgendeiner anderen Form entweder den bestehenden Organisationen anschließen oder selbst aktiv werden, selbst sich organisieren. Das wäre aus meiner Sicht eine echte Form von Freiheit, eine echte Form von Selbstbestimmung, dass man nicht nur als Individuum sich frei fühlt, sondern auch als Sozialwesen und daher
gemeinsam die Regeln für das Zusammenleben mitgestaltet. Dem möchte ich mich jetzt anschließen und möchte vor allen Dingen sagen, dass die Ärzte und Psychotherapeuten im Moment auch aufwachen müssen, was die politische Situation betrifft. Und die erste Ärztin hat über die Bertelsmann-Stiftung gesprochen. Es gibt eine Internetseite, die heißt Patient informiert sich. Das ist von Renate Hartwig aus Bayern organisiert. Da sind enorm gute, finde ich, und aufrüttelnde und erschreckende Artikel drin über die Zusammenhänge von Bertelsmann-Stiftung und unserem Medizinsystem. Und wenn man das liest und ernst nimmt, kann man sich eigentlich nur mehr politisch engagieren für die Zukunft in unserem Bereich und für unsere Patienten. Und ich denke, da wachen immer mehr im Moment auf. Und ich wollte einfach nur auf diese Internetseite hinweisen, die genau zu dem passt, was Sie referiert haben. Nur als Ergänzung, Attac Frankfurt, wenn ich mich recht erinnere, hat einen eigenen Kongress organisiert über die Aufklärung, was die Bertelsmann-Stiftung denn so tut und wie das auf unsere Demokratie wirkt. Also machen Sie sich kundig, und ich kann aus eigener Erfahrung berichten, wenn man mal begonnen hat, bei diesen Webseiten reinzuschnuppern, dann wird man zwar hoffentlich nicht süchtig danach, aber solange die Demokratie Schaden erleidet und erodiert, erhält das Interesse an, dass man sich diese Seiten anschaut. Ist noch eine Wortmeldung? Ja. Erstmal herzlichen Dank. Ich finde es toll, was Sie gemacht haben. Andererseits, mich hat erschüttert, als ich gelesen habe, dass die Firma Nestle Trinkwasser zu einem Produkt machen will. Dass das inzwischen mit Saatgut und tierischen Lebewesen natürlich auch schon so passiert, hat mich wirklich erschüttert. Ich bin in einem Punkt nicht Ihrer Meinung. Wenn man Monopoly spielt, dann weiß man von einem gewissen Punkt an, dass man nur noch gewinnen kann. Und dieser Punkt ist auch nicht mehr umzukehren. Ich schätze, Mathematiker haben da eine gute Erklärung für. Und ich denke, so ehrenhaft Ihr Anliegen ist, das wird nicht funktionieren, solange es offene Märkte gibt. Und die wird es geben. Also da darf ich ad hoc antworten. Ich habe ein Buch vor den neuen Werten geschrieben, nämlich 50 Vorschläge für eine gerechtere Welt. Und da habe ich ganz konkret noch keine großen Systemalternativen beschrieben, sondern 50 konkrete Vorschläge, wie man die Märkte domestizieren kann, wie man das Gewinnstreben dämpfen kann, wie man überall dort, wo derzeit der Kapitalismus Auswüchse erzeugt, verteilungspolitische, genderpolitische, ökologische, Nord-Süd-Ungerechtigkeitsauswüchse, dass man überall dort herumdoktert. Ja? Und unter anderem ist ein ganz zentrales Kapitel, wie man die Handelsbeziehungen neu gestaltet. Und um nur einen Satz sozusagen zu sagen, derzeit ist neoliberale Globalisierung dadurch definiert, dass den Wirtschaftsfreiheiten einseitig gesetzlicher Vorrang eingeräumt wird. Der freie Kapitalverkehr, der freie Handel und das grenzüberschreitende freie Investieren, das ist die jetzige Form der rechtlichen, politischen Globalisierung. Das ist neoliberale Globalisierung. Und das muss man vollkommen umdrehen. Grenzüberschreitendes Handeln ist nicht grundsätzlich schlecht, aber es ist auch nicht grundsätzlich gut. Grenzüberschreitendes Investieren ist weder grundsätzlich gut noch schlecht. Es ist ein Mittel, und der grenzüberschreitende Kapitalverkehr ist genauso nur ein Mittel für die eigentlichen Ziele, und die sollten wir definieren. Und wenn wir uns auf die Ziele der Wirtschaftspolitik einmal geeinigt haben, und das wäre eben der Wohlstand für alle, der aber sozial gerecht verteilt ist, der ökologisch nachhaltig ist, das ist ein Wohlstand, wo Frauen und Männer die gesellschaftliche Arbeit gerecht verteilt haben, dann können wir dafür den Handel im Lokalen und im Globalen als Mittel einsetzen. Dann kommt aber nur noch eine solche Quantität an Handel dabei heraus und nur noch eine solche Quantität an Investitionen und Kapitalverkehr und in einer solchen Qualität, wie wir diesen Zielen, die wir übergeordnet haben, näher kommen. Das heißt, eine völlige Umpolung der derzeitigen Zielsetzungen der Wirtschaftspolitik auf der lokalen genauso wie auf der globalen Ebene. Ich habe sozusagen in diesen 50 Vorschlägen gelernt, das Herumdoktern an den Auswüchsen des Systems kann zwar jeden einzelnen Auswuchs idealerweise wieder eindämmen, aber ich bin dann erst so richtig ins Nachdenken gekommen, was sind denn die zentralen Motivationen, die die Wirtschaftsakteure antreiben. Und wenn wir die zentralen Motivationen der Wirtschaftsakteure nicht ändern, dann werden wir zwar vielleicht jedes einzelne Problem behandeln können, aber es wird von neuem entstehen.
Darum müssen wir sozusagen den falschen Geist, den wir aus der Flasche gerufen haben, wieder dorthin zurückschicken und einen anderen, derzeit noch utopischen, aber vielleicht in Zukunft erreichbaren, weil die Evolution hat keine Stopptaste und die Zivilisation hat auch keine Stopptaste. Wenn wir uns gemeinsam dafür engagieren, dann können wir vielleicht einen neuen, anderen Geist, der etwas universaler ist als der jetzige, heraufbeschwören. Ja, vielen Dank für diese spannende Diskussion und deinen Vortrag, Christian. Und ich glaube, jetzt ist Essenszeit angesagt. Ich danke Ihnen auch für Ihr Hierbleiben und es zeigt ja doch, dass doch ein großes Interesse an den Themen besteht.